Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen eine weitere Folge hier von Shoutout. Und als erstes, bevor ich es vergesse, werde ich natürlich meine Timer stellen. So. Kennt ihr das? Ich hatte gerade so ein ekliges Haar im Mund. Bäh. Wo immer das auch herkam. Wir bestätigen uns selber, geil. Metall nehme ich dir tatsächlich mal ab. Was geben wir denn dafür? Ich meine, es hat einen Handelswert von 2. Handelswert von 1, echt? Ich dachte ein Stein so, ich weiß nicht, was er mit einem Stein anfangen soll, aber Handelswert von 1, das ist ja blöd. Einfach nur, damit wir wieder Erfahrungspunkte sammeln und einen zufriedenen Kunden haben. Immer noch dabei, Schwarzpulverproblem. Hier hinten. Wird beim Fertigen können. Davon haben wir voll viel von dem Magnesium. Aber wofür? Jeder anschließend. Das Problem ist, glaube ich, die haben gehört, dass wir jeden töten, nur dass wir stark sind. Und jetzt wollen sie alle zu uns. Und das können wir natürlich nicht machen. Mehr geht hier auch nicht. Alter, ich will... Okay, das geht nicht. Also... Hier noch mehr Magnesium. Dann kann sie nämlich gleich mal die Falle oben leeren und dann kann sie gleich alles reparieren. Sind wir oben ganz schön kaputt schon? Was? Einige meiner Pflanzen sind eingegangen? Was? Sind die eingegangen? Hätte ich die schneller ernten müssen? Das war natürlich nicht so gut. So stelle ich mir das nicht vor.
Ich lasse das erstmal noch mit dafür. Wir haben ihn, obwohl. Erstmal versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Ja, Batterie haben wir weggelassen. Hiervon habe ich keinen, ehrlich? Tja. Davon haben wir noch einen, den sehe ich. Der Hase hier hoppelt draußen schön rum, hat seine Freiheit genossen. Ja, dass du nicht alleine draußen bist, das ist ganz offensichtlich, ne? Jetzt wollen sie auf einmal alle kämpfen. Ist ja doch doof. Sagte ich doch. Du bist doof gewesen. Und wofür? Ehrlich? Dafür? Den Scheiß kannst du behalten. Oh, das Trauma steigert sich aber ganz schön. Ja, wenn du auf... Oh, die muss aber mehr als auf Klo. Ich dachte, wenn du auf Klo musst, dann geh doch, aber... Na, schade. Da war ich mir jetzt auch gerade ein bisschen unsicher beim Klicken. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Hier geht wahrscheinlich auch nicht. Nee. Es wäre schöner, wenn man da so ein kleines X einfach nur dran hätte, wenn man sieht, geht nicht mehr. Oder geht noch. Wisst ihr, was ich meine? Oder hier einfach alles, was geht, einmal rüber. Da muss ich tatsächlich warten, bis er es wirklich gebaut hat. Recyclinganlage. Ja, das ist schön. Ich finde, hier machen wir es richtig. Wollen ihn bedrohen? Nein, wir versuchen zu handeln. Danke, du hast nichts. Das lohnt sich ja richtig. Fernseher hätten die vielleicht. Da habe ich überhaupt keinen. Doch, wir haben doch hier einen Fernseher. Achso, den Fernseher darf man nur einzeln. Okay, verstehe. Ich würde sagen, wir hatten doch einen Fernseher. So.
ist ein Radio jetzt besser als ein Fernseher? Du wolltest nicht schlafen gehen? Ja, hier stehen sogar die Werte nicht. Die sind voll nett. Wir schicken alle hier draußen den Tod weg und wer uns sehen, so blöd anmacht, den töten wir. Also, voll der Diktator hier. Alter, du kleiner mieser Pisser. Ja, jetzt weißt du, warum wir dich nicht reingelassen haben. Wenn du schon jetzt so bist, wenn wir Nein sagen, wie wär's denn jetzt, wenn du hier drinnen gewesen wärst und wir dann irgendwo zu Nein gesagt hätten? Hättest du uns hier die Bude kaputt gemacht oder was? Die Schrotflinte nehme ich mit, einfach nur aus dem Grund, wir haben schon zwei Schroten in unsere Verteidigung eingearbeitet. Und dann können wir mal wieder eine mitnehmen, oder? Das klingt doch vernünftig, dachte ich mir. Alles voller Dreck. Aber schön putzen. Oh, ich glaube, der hat gleich ein Problem. Ich weiß nicht, wo wir sind. Es ist das Paradies. Okay, wir brauchen Platz. Wir haben einen Anlass, einen bis jetzt. Wir brauchen mehr Anlasser. Davon haben wir überhaupt nicht viel. Den müssen wir auf jeden Fall mehr mitnehmen oder mehr produzieren. Haben wir noch einen Ersatzanlasser? Noch ein Keilriemen als Ersatz? Ich weiß nicht, wo sie sind. Aber es ist gut. Und ich sah es. Achso. Geil, da haben wir unsere Karre endlich vollständig. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das Problem mit der Pflanze war. Ah, die muss ich zwischendurch gießen. Boden ist trocken. Ach so. Dann bleibt er mal einfach hier stehen und kann dann anschließend hier noch was trinken gehen. Weil du auch du hast Durst. Muss man sich richtig drum kümmern.
Okay, das waren die, die das hier da gelassen haben, die Sachen. Okay. Boden ist feucht. Sehr schön. Machen wir jetzt mal unsere People wieder gut. Gebirgspass nähern wir uns. Wie nähern wir uns? Oh, hier richtig mit Gebirge. Hallo, Nachbar. Tut mir leid, ich habe nicht mit Besuch gerechnet und nicht aufgeräumt. Du hast nichts für dich. Ein paar Drähte? Die sind mir alle ausgegangen. Sehr peinlich. 10 Stück sollten reichen. Wir versprechen's. In irgendeinem Gebirgspass versprechen wir, 10 Drähte vorbeizubringen. Und damit wir das nicht vergessen, habe ich ja mein kleines Büchlein inzwischen. Jedes Spiel habe ich jetzt hier inzwischen drin. So, eine neue Seite. Weil ihr kennt mich, ne? Wir sind im Gebirgs. Und sollen dort 10 Drähte. Aufgabe aufgeschrieben. Wir sind halt nett. Wir machen das. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Hoffentlich irgendwas Sinnvolles. Das weiß man ja leider nie vorher. Schon gehen wir mal wieder mitwirken. Die sehen aus wie die Zeugen hier, was hier vorbeikommen. Alle mit Anzug inzwischen und so. Ach du heilige Kacke. Wo sind wir denn hier? Und die wollen nur handeln. Nice. Ich nehme tatsächlich das Nylon. Hier kriegst du Wasser für. Das ist der Handel des Jahrhunderts. Ach, ist es das? Es ist eine Freude, Geschäfte zu machen. Allerdings ist ja noch mal gut ausgegangen. Gleich mal auf die sofort auf die Karte gucken, nachdem wir hier noch waren. Wir haben ja hier unsere andere Gruppe. Wo sind die denn gerade? Gebirgspass. Hier unten. Da haben sie die Gruppe getroffen. Nee, die sind hier oben. Hier. In diesem Gebiet. Krass. Ein mega naiver Typ. Dann. Scheuer Nachbar. Okay, das ist der, der die Drähte braucht. Okay. Dann müssen wir gucken, was dieser mega naive Typ ist. Auf Klo. Und dann kann ich noch was. Achso, nee, noch kann ich gar nicht schlafen gehen. Wir haben wieder Panzertüren drin. Oh, ich hoffe mal, die reden schnell und verschwinden schnell wieder. Handel, natürlich. Diese passt ja sogar. Denn ich weiß, dass wir davon Mangelware hatten. Die hauen wieder ab, unsere kommen wieder zurück. Ja, und die und unsere kostbare Energie. Vielleicht möchte ich die auch verschwenden, das wisst ihr doch gar nicht. Immer diese Vorurteile. Vielleicht bin ich ja ein Energieverschwender. Das weiß man überhaupt nicht.
ding, ding, ding. Jetzt steigen die in ihrer Wahrnehmung, weil sie zurückgekommen sind. Bam. Jetzt wird es aber wieder knapp langsam. So. Kleiner Tagebucheintrag. Ich fühle mich schlecht, wenn einer von uns krank wird oder die Vorratskammer leer ist. Doch fühle ich mich schlecht, weil ich jemanden im Ödland getötet habe? Nicht wirklich. Heute ist keine Ausnahme. Richtig, wir haben das ja nicht zum ersten Mal getötet. Das dürfen wir an der ganzen Sache hier nicht vergessen. Holen uns erstmal ein bisschen Fleisch. Dann können wir die Vorratskammer wieder auffüllen. Was ist denn hier los? Hier finden wir Sachen ohne Ende. Schade, das ist mit dem hier ein bisschen ärgerlich, gebe ich zu. So, dann können die noch ein bisschen länger draußen rumlaufen, denn die brauchen hier nur trinken anscheinend. Geht nicht. Oh, hier, der geht noch. Oh, die sind ja wieder mit Schrott zurückgekommen. Den wollen wir auch gleich recyceln. So, kriegen wir wieder ordentlich Nylon raus. Aber richtig viel Nylon. So, ne? Das müsste alles sein. Müsste. Das sieht gut aus. Nur Schrott reingeworfen. Vor allem das mit dem Nylon und der Wolle ist natürlich mega. Fluff hier hinten. Feuerlöscher ist auch oben. Du kannst in der Zwischenzeit schon mal was trinken, denn das müsstest du auch. Reparierst du den mal anschließend? Nimmst du dir mal ein bisschen Fleisch? Für euch ist übrigens auch das Bett reserviert. Na, hatte ich eben schon drauf geklickt. Ich bin ja ein Depp. Nice. Dass wir die Medikamente so aufstocken konnten an der Stelle. Nett. Mehr geht aber, glaube ich, nicht. Was mit dir? Du könntest einfach mal sauber machen. Essenszeit. Treffen die mal auf voll ausgerüstete Dreiertruppen. Was ist denn hier los? Ja, natürlich habe ich daran Zeug, Interesse an dein Zeug. Das sind gute Sachen. Oh, mein Inventar ist bereits voll. Verdammt. Okay, was ist das Problem? Alles ist das Problem. Ich kann von dem nichts mitnehmen, ne? Außer das Nylon und das Rohr. Das heißt, die zwei Gasmasken, die möchte ich aber ehrlich gesagt mitnehmen. Irgendwas, wovon wir nur ein oder sowas haben, außer Schwarzpulver. Ja, okay, und die Sachen, die unteren, die möchte ich natürlich auch nicht weggeben.
ist natürlich nicht schwer. Eigentlich möchte ich den behalten, aber anscheinend geht es nicht anders. Zumindest wenn ich die Gasmasken möchte. Oh, fast 20 Charisma. Krass. Wo kommen denn, wie gesagt, überall jetzt auf einmal die Dreier-Truppen her? Das ist ja merkwürdig. Irgendwo wird es bestimmt wieder regnen. Guck mal, wir haben fast wieder volles Wasser. Das war klar, weil wir die ja gerade weggetauscht haben. Verdammter Scheiße. Mach ich's halt so. Komischer Hin- und Hertausch, ja, ich geb's zu. Ach, was soll's. Ja, das ist feucht. Sehr schön. Wir wollen sie ja hier auch nicht ertrinken. Oh, wir sind schon weit über der Zeit wieder, ne? Ich mache dann noch tatsächlich das hier noch zu Ende. Da müssen wir dann die Folge auch schon wieder beenden. Ich weiß, ich überziehe hier immer maßlos, aber das merkt man hier nicht. Dann spielt man hier und klickt hier. Man macht nicht so viel. Das sind so viele Kleinigkeiten, die dann tatsächlich... Oh. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wieso klicke ich drauf? Sind diesmal die falschen Medikamente. Und die sind voll. Draht geht auch nicht. Nee, nee, das hatte ich schon. Wasser geht nochmal. Ach, und wenn er draußen ist, kann er auch hier gleich reparieren. Das geht. Durst ein bisschen und auf Klo gehen. Ach komm, hol dir was zu essen. Das ist okay. Auch nicht, nee. Wie sieht es denn mit der Strahlung aus? 4% geht auch noch.
noch nichts. Wären aber auch nur Tabletten. Unsere Pflänzchen wachsen sehr schön. Oh, der nächste arme Hase. Bleib. Und dann haben wir alle richtigen Teile. Wir haben den Hasen getötet. Alle richtigen Teile. Ja. Wir haben voll viele Leute, die wir überhaupt nicht mehr brauchen. Irgendwie so viel. Wobei von unserer Hauptcrew nicht viele überlebt haben. Ja, wir wollten ja eigentlich die Aufnahme hier beenden. Ne? Da mache ich jetzt mal eine kleine Pause, sonst drehen wir hier immer noch weiter auf, weiter. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Sorry für die Überlänge. Wenn es okay ist, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben zurücklassen. Aber auch wenn ihr mich natürlich unterstützt. Diese Ansprache mache ich häufiger, weil viele es leider nicht tun. Deswegen freue ich mich trotzdem, wenn ihr es macht. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.